Dieser Doktor Montag scheint nicht mehr zu kommen. Tut mir leid, aber wie ich bereits sagte, die Verabredung war etwas vage. Hauptsache, er investiert seine Millionen bei mir. Der Mann ist solvent. Außerdem ist er äußerst interessiert an deinem Geschäft. Tja, scheint nicht unser Tag zu sein. Nichts los. Ah, ist noch zu früh. Die Nachtvögel sind noch nicht ausgeflogen. Guten Abend, Eve. Guten Abend. Womit kann ich Sie beglücken? Das werde ich Ihnen nicht verraten, aber Sie können mir eine halbe Flasche Saint-Denis bringen. Bedauere, den führen wir nicht. Aber vielleicht finden Sie hier etwas Gleichwertiges. Etwas Gleichwertiges gibt es nicht. Darf ich Ihnen einen anderen Champagner empfehlen? Wenn er nicht nach Ihrem Gusto ist, geht er natürlich auf meine Rechnung. Sehr erfreut. Hoffentlich wird der Abend nicht zu teuer für Sie. Ganz bestimmt nicht. Bodo, eine Flasche Revenu. Mein Lieblingschampagner. Und zwei Gläser, wenn Sie gestatten. Wenn Sie glauben, mich überzeugen zu können, bloß weil Sie ihn selber trinken, täuschen Sie sich. Warten wir es ab. Ich spiele nicht gerne auf Verlust. Ich auch nicht. Entschuldige, aber ich habe noch eine Verabredung. Wir sehen uns beim Italiener. Wie üblich. Tschüss. Schönen Abend noch. Ein Geschäftsfreund von mir, Notar. Sie sind nicht von hier? Woraus schließen Sie das? Sie sind noch nie hier aufgekreuzt. Ist es ein Haus? Ja, für einen bestimmten Kreis von Leuten, ja. Ein Banker. Mit Freundin. So ist es. Und Sie meinen, ich gehörte zu diesem gewissen Kreis? Ja, wenn auch nicht als Freund. Ihr Champagner, Herr Doktor. Also der Augenblick der Wahrheit, Lilo Wagner. Zum Wohle. Gregor Kreuzfeld. Zum Wohl. Nun? Er könnte schlechter sein. 1:0 für mich. Mit einem so amüsanten Abend hatte ich nicht gerechnet. Ich auch nicht. Bevor Sie hier auf der Bildfläche erschienen, wollte ich schon nach Hause gehen. Dabei weiß ich immer noch nicht, wer Sie sind. Auf Ihr Wohl. Ist das so wichtig? Man trifft sich, man verbringt einen netten Abend zusammen. Auf das Ihre. Und man geht wieder auseinander. Nein, nein, nein. So schnell werden Sie mich nicht los. Erzählen Sie mir etwas über sich. Da gibt es nichts zu erzählen. Ich lebe allein. Mit meinen Pferden und Hunden in einer Villa am Genfer See. Und bin in Hamburg, um meine Großtante zu besuchen, der es gesundheitlich nicht besonders gut geht. Sie ist über 87. Ach, Sie sind Schweizerin? Durch Heirat mit meinem verstorbenen Mann. Er war Anlageberater. Wir haben uns in Frankfurt kennengelernt. Als ihm der Boden hier zu heiß wurde, gingen wir zurück in die Schweiz. Zu heiß? Wie meinen Sie das? Eine verwickelte Geschichte. Wie die meisten Finanzoperationen, die er machte. Aber einträglich. Er verstand sein Geschäft. Reden wir von etwas anderem. Sie sind eine seltsame Frau. Wir reden über Gott und die Welt und Sie wollen gar nicht wissen, wer ich bin und was ich mache. Sie sind ein wunderbarer Gesellschafter. Sie tanzen ausgezeichnet. Und falls Sie Ihren Ehering nicht in der Hosentasche tragen, scheinen Sie unverheiratet zu sein. Ich bin unverheiratet. Na sehen Sie, reicht das nicht aus? Was halten Sie von einem dritten Fläschchen? Bodo? Ja, Doktor? Nein, bitte nicht. Ich muss nach Hause. Ich habe morgen ein paar wichtige Termine. Gut, ich fahre Sie. Sehr aufmerksam. Ich wohne an der Elbchaussee. Ich habe nichts anderes erwartet. Bodo, die Rechnung. Eine Flasche geht auf mich, auch wenn es kein Saint-Denis war. Ich weiß Ihre Unabhängigkeit zu schätzen, aber heute Abend sind Sie mein Gast. Geht auf Kosten der Finanzbehörde. Sie erinnern mich irgendwie an meinen Mann. Bitte entschuldigen Sie mich einen Augenblick. Bruder, in die Rechnung, Speisen und Getränke. Ja, aufgelistet. Oh Gott sei Dank, du bist zu Hause, Sue. Hier ist Lilo. Bitte frage nicht viel und tu mir einen Gefallen. Wenn ich in der nächsten halben Stunde...
Glückwunsch an Ihre Tante. Ich versuche schon seit Jahren, ein Haus an der Elbchaussee zu finden. Die Hanseaten sind konservativ. Sie legen noch Wert auf Familienbesitz. Es bleibt also bei übermorgen Abend? Aber nur, um Ihr Haus kennenzulernen, von dem Sie mir vorgeschwärmt haben. Ja. Sie sind später geworden, als Sie beabsichtigt hatten, gnädige Frau. Entschuldigung, Susanne, ich hatte den Schlüssel vergessen. Ihre Großtante ist bald zu Bett. Und für mich wird es jetzt auch Zeit. Gute Nacht, gute Nacht. Oh, hier herrscht aber ein strenges Regiment. Und deshalb machen wir es kurz. Gute Nacht. Gute Nacht. Und noch einmal Dank für den wunderschönen Abend. Du warst hinreißend überzeugend. Und für mich wird es jetzt auch Zeit. Gute Nacht. Vergiss nicht, ich wollte schon zu unserer Schulzeit Schauspielerin werden. Ja, mit 15, bis du dich mit 18 entschlossen hast, in die Modebranche zu gehen, zum Entsetzen unserer Direktorin. Sag mal, kann ich heute Nacht bei dir bleiben? Nur wenn du mir haargenau beichtest, was du wieder angestellt hast. Der Mann macht einen guten Eindruck. Findest du? Du nicht? Hätte ich mich sonst von ihm nach Hause bringen lassen? Also komm, beichte! Das kostet dich aber zusätzlich noch ein Fläschchen Trollinger. Der wartet schon auf uns. Komm rein. Ich habe extra noch mal den Kamin angeworfen. Guten Morgen. Was soll das? Spesenabrechnung. Für was? Spesen? Gregor Kreuzfeld. Kreuzfeld? Sie glauben doch nicht, der offenbart Ihnen seine Finanzgeheimnisse. Es wäre nicht das erste Mal, dass ich fündig geworden wäre. Wissen Sie, Ihre Arbeitsmethoden gefallen mir nicht. Sie verstoßen gegen jede Vorschrift und ich muss immer meinen Kopf dafür hinhalten. Sie sammeln ja auch die Fahndungserfolge dafür ein. Ein Kaschmir-Cape. Sind Sie verrückt? Geliehen und ohne Kaution. Nur mit Leihgebühr auf meinen Beamtenausweis hin. Ein Kaschmir-Cape? Haben Sie denn keine Mäntel? Wir haben Januar. Und Kreuzfeld ist mehrfacher Millionär. Soll ich in einem Allerweltsmantel bei ihm auftauchen? Ein Kleid für 790 Mark. Ein Gelegenheitskauf. Das konnte ich leider nicht leihen. Doch, konnten Sie nicht. Aber zum Haarstylisten konnten Sie gehen. Für 189 Mark. Ohne Trinkgeld. Und Sie meinen, ich soll das alles ohne mit der Wimper zu zucken genehmigen? Seien Sie froh, dass keine Bewirtungskosten entstanden sind. Kreuzfeld war so freundlich, mich einzuladen. Sie machen sich einen vergnügten Abend und ich soll für Ihre Extravaganzen vor dem Rechnungshof gerade stehen. Ich denke nicht daran. Ich werde Sie daran erinnern, wenn sich unser Freund mit zig Millionen Steuerschulden ins Ausland abgesetzt hat. Also gut. Eine Woche. Hören Sie, eine Woche und nicht einen Tag länger. Und Gnade Ihnen Gott, Sie servieren mir den Kerl dann nicht auf einem silbernen Tablett. Ich kann Sie beruhigen, er ist echt, wie alles hier im Haus. Ich habe auch einen zusammen, etwa aus derselben Epoche. Ihrer muss ungefähr 1,5 Millionen wert sein. Ja, so ungefähr. So eine recht solide Geldanlage, auf lange Zeit gesehen. Aha, alles sehr beeindruckend. Aber ist der Unterhalt nicht auf die Dauer etwas kostspielig? Mein Mann war nie ein Freund der Vermögensteuer. Ja, wer ist das schon? Außer der Staat natürlich. Bitte. Haben Sie nie mit dem Gedanken gespielt, sich in der Schweiz niederzulassen? Manche Kantone sind noch wahre Steuerparadiese. Ja, ich denke manchmal ernsthaft darüber nach. Ich könnte Ihnen da ein paar Tipps geben. Naja, ich auch. Dieses Haus zum Beispiel gehört mir nur auf Lebenszeit. Ich habe es in eine Stiftung eingebracht. Mein Kompliment. Sie haben Ihren Mr. Rockefeller gründlich studiert. Berufslektüre. Haben Sie sonst noch einen Wunsch, Herr Doktor? Nein, danke. Sorgen Sie dafür, dass wir nicht gestört werden. Gute Nacht. Wie aufmerksam. Saint-Denis. Ihr Lieblingschampagner. Ich freue mich, dass Sie gekommen sind, Lilo. Waren Sie sich dessen nicht sicher? Bei Ihnen bin ich mir in vielen nicht so sicher. Aber das macht vielleicht den Reiz aus. Sie lieben es, Vabon zu spielen. Mit genau berechenbaren Gewinnchancen. Auf dass wir beide Gewinner sind in diesem Spiel.
Ist es ein Spiel? Das hängt ganz von Ihnen ab. Was halten Sie davon, wenn wir die Gelegenheit benutzen, das steife Sie zwischen uns zu begraben? Ich bin kein Freund von Traurigkeit. In diesem Fall lassen wir es sanft entschlafen. Du bist wunderbar. Du bist noch auf? Ja, ich konnte nicht einschlafen. Doch nicht etwa meinetwegen? Doch, deinetwegen. Es ist 5 Uhr morgens. Ich hatte Angst, dir wäre was zugestoßen. Mir ist etwas zugestoßen. Ja, das sehe ich. Aber du hättest wenigstens anrufen können. Um mich bei meiner Haushälterin zu entschuldigen, das hätte nicht in die Rolle gepasst. Lilo, dein Spiel gefällt mir nicht. Und der Part, den du mir zugewiesen hast, der gefällt mir auch nicht. Wie lange soll das denn noch gehen? Ich weiß es nicht. Wir stehen ja noch ganz am Anfang. Es geht mich zwar nichts an, aber... Aber gehst du in diesem Fall beruflich nicht etwas zu weit? Erheblich zu weit. Aber das viel Schlimmere ist, ich fühle mich unendlich wohl dabei. Mein Gott. Mein Gott, Lilo. Du hast dich doch nicht etwa in den Mann verliebt. Doch, bis über beide Ohren. In den Mann, den du zur Strecke bringen willst? Ich kannte vorher ja nur seine dubiosen Steuererklärungen. Oh. Und wie soll das jetzt weitergehen? Ich weiß es nicht. Ich habe ja nur ein paar Tage Zeit. Ja. Eine Galgenfrist. Aber für wen? Für dich oder für ihn? Ich hoffe für uns beide. Ach, Sue, ich bin ja so glücklich. Fristenverlängerung? Nach den Späßen, die Sie mir aufs Auge gedrückt haben? Frau Wagner, Sie arbeiten nicht hier, um rote Zahlen zu machen, sondern um den Staat aus den roten Zahlen zu helfen. Genau daran arbeite ich ja, Herr Drews. Wenn wir diesen Gauner überführen wollen, müssen unsere Beweise hieb- und stichfest sein. Und mir fehlen noch immer ein paar entscheidende Punkte. Der Mann ist mit allen Wassern gewaschen. Sie offensichtlich nicht, sonst hätten Sie ihn bereits. Ich tue mein Möglichstes. Ich will gar nicht wissen, was Ihr Möglichstes ist. Mir ist die ganze Geschichte suspekt. Es bleibt dabei nur noch 2 Tage und damit die Ergebnisse sehen. Selbstverständlich. Was ist das? Meine bescheidenen Auslagen. 3.479 Mark. Für lauter Firlefanz. Weißt du, dass du eine verdammt gefährliche Frau bist? Bin ich das? Ich habe mir heute noch einmal den ganzen Tag deine gewagte Finanzoperation, die du mir anvertraut hast, durch den Kopf gehen lassen. Und? Es geht. Wie? Die derzeitige miese Ertrags- und Kostenstruktur der französischen Banken ist unsere Chance. Und? Was sagst du? Du bist ein Finanzgenie. Nein, nein, das bin nicht ich. Das war deine Idee. Und was hältst du davon, wenn wir uns zusammentun? Du meinst geschäftlich? Nein, ich meine überhaupt. Das klingt ja fast wie ein Heiratsantrag. Frei geschäftlicher Basis. Ich werde es mir durch den Kopf gehen lassen. Nein, 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 die Frist ist abgelaufen, endgültig. Wenden Sie sich, will Ihretwegen vorzeitig in den Ruhestand geschickt werden? Bis heute zum Dienstschluss habe ich Ihren Bericht. Was nützt Ihnen ein unvollständiger Bericht? Herr Drews, wenn wir jetzt aufgeben, sitzen wir beide in der Patsche. Hätte ich doch bloß nicht Ihren eigenwilligen Fahndungsmethoden zugestimmt. Sie waren bisher immer sehr erfolgreich. Ja, aber die Späßen hielten sich bisher auch immer in Grenzen. Aber jetzt sind wir inzwischen bei 17.000 Mark angelangt. Und? Was ist das schon gegenüber den Millionen, die wir einkassieren werden? Das erzählen Sie mal den Leuten vom Rechnungshof. Also was ist? Bekomme ich jetzt noch eine Woche? 3 Tage. 3 Tage und keine Stunde länger. Frauen wie Sie richten den guten Ruf jeder Finanzbehörde zugrunde.
Ja, bitte, Sie wünschen? Kann ich die Dame des Hauses sprechen? Die ist verreist, die kommt erst heute Abend wieder. Verreist? In ihrem Alter? Sie ist doch krank. Sie müssen sich in der Tür geirrt haben. Nein, nein, Moment, ich habe mich nicht in der Tür geirrt. Bitte gehen Sie hinein und sagen Sie der Frau Wagner, dass sie Besuch hat. Frau Wagner? Ach, Sie meinen die Freundin von Frau Schönfeld? Ja, ist sie jetzt da oder nicht? Warum soll sie denn hier sein? Na, weil sie hier wohnt. Die wohnt nicht hier. Die kommt nur ab und an hier vorbei und dann schläft sie hier, wenn es spät wird. Das kann doch nicht wahr sein. Ich arbeite seit über 20 Jahren hier. Genügt Ihnen das? Moment, Moment. Können Sie mir bitte sagen, wo ich die Frau Wagner jetzt erreiche? Ist es so dringend? Ja, sehr dringend. Weil Sie es sind. Haben Sie was zu schreiben? Ja, schießen Sie los. 706-25-33. Haben Sie es? Ja. Aber nicht, dass Sie es von mir haben. Nein, nein. Danke. Guten Tag, hier spricht Hansen. Ist dort die Behörde für Wissenschaft und Forschung? Nein, da müssen Sie sich in der Nummer geirrt haben. Hier ist die Oberfinanzdirektion. Die Oberfinanz? Oh, es tut mir leid, da muss ich meine Sekretärin in der Nummer vertan haben. Entschuldigen Sie. Ja. Zukunft. Auf welche Zukunft? Auf deine und auf meine. Haben wir beide eine verschiedene Zukunft? Das hängt ganz von dir ab. Bis jetzt hast du dich noch nicht entschieden. Oder doch? Ich hatte noch keine Zeit, darüber nachzudenken. Meiner Großtante ging es heute Nacht nicht besonders gut. Ich musste sie in ein Krankenhaus bringen. Oh, das tut mir aber leid. Hoffentlich nichts Ernstes. Nein, nein, die Ärzte meinen, sie wird bald wieder zu Hause sein. Ich möchte sie unbedingt einmal kennenlernen. Mhm, sobald sie wieder ganz auf dem Damm ist. Aber genug von dem Thema, das passt nicht zum Champagner. Oh, sieh mal, wer da kommt. Was will denn der hier? Na, ein Glas kann er ja mittrinken. Guten Abend. Entschuldigt, dass ich störe, gnädige Frau. Aber durchaus nicht. Kommen Sie, setzen Sie sich zu uns. Größten Vergnügen, nur leider ist das der falsche Zeitpunkt. Du musst sofort mitkommen. Die Hedge und Wilson-Gruppe will abspringen. Das darf doch nicht wahr sein. Der Mr. Wilson wartet bei mir im Notariat, wenn er noch wartet. Es tut mir leid, Traumfrau, aber ich fürchte, du musst heute allein nach Hause fahren. Es geht immerhin um rund 10 Millionen englische Pfund. Ich weiß nicht, wie lange das heute Nacht dauern wird. Aber selbstverständlich, nein. Diesmal bin ich an der Reihe. Ach, das kommt überhaupt nicht in Frage. Ich zahle für. Wir hören morgen voneinander. Mhm. Ach, und wenn nicht? Wenn nicht? Wenn nicht. Bin schon mit ganz anderen Pleiten fertig geworden. Komm gut nach Hause. Tut mir leid. Wiedersehen. Danke. Na endlich, ich warte schon seit Stunden auf dich. Was ist passiert? Du wolltest doch bei Gregor schlafen. Ja, so war es ausgemacht. Aber dann hat er alles umgeworfen. Wieso? Keine Ahnung. Er wollte plötzlich erst zum Italiener und dann zu sich nach Hause. Und da erschien aus heiterem Himmel ein Freund mit irgendeiner Schreckensmeldung und der Abend war gelaufen. Also, irgendwas stimmt da nicht. Heute betrügt er die Steuern, seine Geschäftspartner und morgen wird er dich betrügen. Denk an deine Zukunft. Willst du seinetwegen alles, was du dir aufgebaut hast, aufs Spiel setzen? Abgesehen davon, dass du dich auch noch strafbar machen würdest. Denke, du hast alles gegen ihn in der Hand. Habe ich. Schon seit Tagen. Dann mach dich nicht unglücklich, zieh ihn aus dem Verkehr. Gleich morgen. Guten Tag, wir möchten Herrn Dr. Kreuzfeld sprechen. Er ist nicht da. Wann erwarten Sie ihn? Mal kommt er nicht. Haben Sie heute um 17 Uhr einen Termin? Ja. Und was für einen? Wo ist sein Büro? Da drüben. Durchsucht alle anderen Räume und sammelt alles ein, was Sie an Papieren findet. Moment, da dürfen Sie nicht rein. Was ist denn hier los? Steuerfahndung. Thank you.
Abschied gestern Abend war nicht nach meinem Geschmack, aber jeder rettet seine Haut so gut er kann. Ich bewundere dich trotzdem. Nur leider bist du für die falsche Firma tätig. Solltest du dich jemals beruflich verändern wollen, so erreichst du mich in Caracas. Apartado 99, Venezuela. Wir beide, wir werden ein unschlagbares Team. Auf Wiedersehen, Traumfrau. Letzter Aufruf für Passagiere des Fluges VK 216 nach Amsterdam und im Weiterflug nach Caracas durch Ausgang B91. Last call for passengers booked on weekday flight 200. Herr Dr. Kreuzfeld. Amsterdam and Caracas to gate B91. Sie sind verhaftet, das Spiel ist aus. Meins oder deins? Unser beider Spiel. Die Maschine geht wann? Das war eben der letzte Aufruf. Und woher kriege ich so schnell noch ein Ticket? Von mir? Du denkst wirklich an alles. Und weißt du, was hier drin ist? Saint-Denis, mein Lieblingschampagner. Genau!